Servus und hallo, hier ist der Videospieler, ich spiele weiter die Säulen der Erde von Daedalic. Wir sind in Kapitel 4. Gut, dass du deinen Bruder nach St. John geschickt hast, um deiner Gemeinde von der Nominierung zu berichten. Wenn du selbst gegangen wärst, hätten sie dich vielleicht nicht mehr fortgelassen. Es kann durchaus sein, dass ich nach der heutigen Wahl nach St. John zurückgehe. Warum so pessimistisch? Viele der Brüder wollen immer noch, dass Remigius Prior wird. Philipp. Ja? Es gab einen Vorfall mit einem unserer Novizen. Was für einen Vorfall? Remigius hat ihn mit dem Rohrstock gezüchtigt. Er hat den ganzen Leib geblutet. Er konnte kaum stehen. Aber er richtete sich auf und ging. Wir Markus. Riefen seinen Namen. Er ging einfach weiter. Er hat sich nicht ein einziges Mal umgedreht und zurückgeschaut. Er ist fortgelaufen? Er ist nicht der Erste. Und es war auch nicht das erste Mal, dass Bruder Markus bestraft wurde. Bruder Markus? Ja, er hat meine Schlüssel gestohlen und Vorräte. Du hattest ihn doch Remigius gemeldet, nicht wahr? Das stimmt. Ja. Aber er ist doch fast noch ein Kind. Remigius geht wirklich zu weit. Letztes Jahr hat er einen Novizen geschlagen. Der Arme ist seitdem auf einem Ohr taub. Sag mir, Philipp, was wirst du als erstes tun, wenn du gewählt bist? Wir dürfen unsere Novizen nicht schlagen, finde ich auch gut. Kathedrale in Stand setzen. Wir dürfen unsere Novizen nicht schlagen. Du hast recht. Das dürfen wir nicht. Deus Caritas est. Ich erinnere mich an Worte, die in der Mühle ins Holz geritzt waren. Von einem Bruder Thomas. Er schrieb auch von Stockschlägen. Thomas? Ja, er ist auch davon gerannt. Vor über einem Jahr war das. Es war dieselbe Geschichte wie mit Bruder Markus. Remigius. Ja. Ich werde mit ihm darüber reden. Egal, ob ich zum Prior gewählt werde oder nicht. Ihr könnt hier nicht herein. Was war das? Wer sind diese Leute? Ritter. Hey! Irgendwas. Geht beiseite. Beiseite, sagte ich. Was geht da draußen vor sich? Soldaten. Gibt es wieder einen Krieg? Diese Narren. Philipp! Es ist Francis. Sie haben Francis. Francis? Mönche, selbst Andrew wirkt verängstigt. Mit wem redet er? Was geht hier vor? Philipp, ich fürchte, diese Soldaten suchen nach deinem Bruder. Er ist eben angekommen. Zwei von ihnen sind ihm in den Kreuzgang gefolgt. Nein, nein, nein! Nils und Cuthbert wirken sehr besorgt. Ein schlechtes Zeichen, sehr schlechtes Zeichen. Was ist hier los? Eine Invasion. Das ist los. Noch mehr Mönche. Sie haben Angst. Seit wann sind die Soldaten hier? Du hast es doch gerade gehört. Haben sie die Soldaten reingelassen? Du hast doch gerade gehört, dass da die Soldaten gekommen sind. Was machen die hier? Sie suchen sie nach Francis? Hat der Krieg schon begonnen? Was geschieht hier? Wir werden dich noch früh genug befreien. Was wollt ihr? Du wirst es erfahren. S-
Sie sagen, Sie suchen nach jemandem. Sie haben einige unserer Brüder verhört. Gehen wir mal durch die Tür zum Kreuzgang. Wie ist dein Name? Es wäre leichter für uns alle, wenn du einfach mitkommen würdest. Was ist denn mit dem Kind? Ist das deins? Francis. Ob du willst oder nicht, du kommst jetzt mit uns. Nein, nein, nein. Was macht Francis hier? Wir haben nach dir gesucht. Wer sind diese Männer? Ihr müsst euch irren. Was machst du hier? Und wer ist denn das? Ich habe ihn gefunden. Im Wald. Hey! Hey! Wir haben ihn in St. John mit Ziegenmilch gefüttert. Das war die Idee von Johnny Eightpence. Er sagt, er vermisst dich. Er war immer sehr sentimental. Hey! Philipp, du darfst diesen Männern nicht meinen Namen sagen. Mein Herr, Robert von Gloucester, glaubt, ich sei in Winchester. Ich gab dem Bischof den Brief. Er sagte, er würde helfen. Gütiger Gott, ich habe einen Fehler gemacht, als ich dich mit dem Brief... Was heißt das? Diese Männer gehören zum Bischof. Er ist hier, in Kingsbridge. Der Bischof ist hier? Hey, ihr beiden! Ihr solltet zuhören, wenn man mit euch spricht. Wer seid ihr? Wir lassen den fröhlich da unterhalten. Ist es eures? Habt ihr zwei zusammen ein kleines Baby gemacht? Ja. Bei Gott, ihr seht so komisch aus. Kommt, lasst es mich auch mal halten. Ein Name. Oder beide Namen. Los, ihr beiden. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Was? Eines der 10 Gebote. Kennst du sie nicht? Spar dir die Worte, Mönch. Weißt du nichts von Himmel und Hölle? Ja doch, ich weiß von Himmel und Hölle. Wenn du es weißt und doch gegen Gottes Gebot verstößt, dann bist du verdammt. Nicht der Himmel erwartet die Sünder, sondern die Hölle, der feurige Pfuhl. Na, dann ab in die Hölle mit uns allen. Nein! Nein. William? Wie ist dein Name, Mönch? Ich bin Philipp. Philipp von Gwyneth. Er ist es, den wir suchen, nicht der andere. Mönche, die sehen alle gleich aus. Wir haben dich gesucht. Bischof Walleran will dich sehen. Na dann. Gehen wir halt mal zum Bischof. Wir haben ihn gefunden. Er ist hier. Sagt es dem Bischof. Sie haben den Mönch gefunden. Der Bischof, sagt es dem Bischof. Geh weiter, Mönch. Wir haben alle ein Auge auf dich. Du bist hier sicher. Santa Maria, Matadei, ora pro nobis peccatoribus. Ecce venit cum nobis. Ja, ist okay. Wartest du? Et fieum cucurunt, et clangensi super ium omnis tribus terrae etiam. Amen. In wem sind wir hier? Sagt es dem Bischof. Ich hätte gedacht, er wäre einen Kopf größer. Santa Maria, Matadei, ora pro nobis. Was geht hier vor, Philipp? Der Bischof weiß, dass er hier ist. Ich weiß es nicht. Bischof ist meinetwegen hier. Das ist ja besser als wegen Francis. Vielleicht. Ich habe ja immerhin schon mit Bischof gesprochen. Philipp, da seid ihr ja. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Philipp und ich kennen uns bereits. Ihr habt nach mir gesucht, Herr Bischof? Das stimmt. Remigius, Philipp wirkt bedrückt, nicht wahr? Was
Sind die zwei etwa Freunde? Ja, das tut er. Sagt mir, was liegt euch auf dem Herzen? Soldaten haben die Priorei belagert. Besetzt? Oh, ich verstehe. Ich bin zu sehr an den Umgang mit Rittern und Adligen gewöhnt. Die Arbeit eines Bischofs. Der Grund, weshalb diese Männer dort draußen sind, ist euer Brief, Philipp. Wie zu vermuten, überzeugte er meine Verbündeten, bald gegen den Grafen von Shiring vorzugehen. Meine Verbündeten haben darauf bestanden, dass ihre Ritter mich begleiten und ihr Sohn, bevor sie dann bald gegen den Grafen zu Felde ziehen. Ich verstehe, Herr Bischof. Philipp, ich habe das Gefühl, dass da ein Sturm heraufzieht. Genau hier, in Kingsbridge. Und im Auge des Sturms steht ein Mann. Ihr. Um euch herum geraten die Dinge in Bewegung. Nicht wahr, Remigius? Ja, besser ist der Stillstand doch hier. Doch eine wichtige Sache habt ihr mir verschwiegen. Verschwiegen? Herr Bischof. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ihr zum Prior von Kingsbridge nominiert worden seid. Ich... Die Brüder hier werden heute ihren neuen Prior wählen, nicht wahr? Die Wahl wird in wenigen Stunden stattfinden, Herr Bischof. Wir brauchen einen starken Prior. James war mein Freund, aber ein starker Prior war er nicht. Wir sind uns in diesen Dingen einig, nicht wahr, Remigius? Natürlich, verehrter Herr Bischof. Der Herr Bischof und ich sind der Meinung, dass du diesen Rosenkranz haben sollst. Und weiter. Dann untersuche ich jetzt mal. Peter James Rosenkranz. Er wurde vom Subprior Remigius neben dem Fluss gefunden, nahe dem Ort, wo der ehemalige Prior von Kingsbridge ins Eis eingebrochen zu sein vermutet wird. Bis zum heutigen Tag ist James Grab nahe der Kathedrale leer. Der eiskalte Wasserstrom wird den Körper mitgerissen haben. Die Mönche glauben, dass James in den Morgenstunden des ersten Weihnachtstages auf das Eis gejagt worden war. Manche glauben, dass das der Teufel selbst war, aber wer kann schon sagen, was passiert ist, denn es war niemand vor Ort in dieser Nacht, bis auf Prior James. Philipp hat den Rosenkranz von Remigius und Bischof Walderan im Januar 1136 erhalten. Es war ein Zeichen des Wohlwollens und des Vertrauens am Wahltag des neuen Priors von Kingsbridge. Sehr gut. Nun denn, worüber werdet ihr zu uns und unseren erlauchten Gästen reden? In eurer ersten Predigt als neuer Prior von Kingsbridge. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich neuer Prior von Kingsbridge bin. Ich glaube, worüber ich reden würde, ist... Ich bitte um Vergebung, aber ich verstehe nicht ganz. Die meisten eurer Brüder sind mit mir in dieser Sache einig. Remigius hat mit ihnen geredet. Sie werden für euch stimmen. Und ich auch. Und ich werde dich unterstützen in meinem Amt als Subprior. Ein Amt, das ihr in der Vergangenheit wunderbar ausgefüllt habt, Remigius. Herr Bischof. Philipp von Gwynedd. Ihr werdet der neue Prior von Kingsbridge sein. In Demut stehe ich vor euch. Demutsvoll angesichts eures Vertrauens und angesichts der großen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir müssen Kingsbridge wieder aufbauen, zu Ehren Gottes und um seiner Gnade willen. Die Verzweifelten und die Hoffnungslosen überall sollen unsere Glocken hören. Sie sollen die Türme unserer Kathedrale sehen. Unsere große Kirche wird ein Leuchtfeuer werden. Doch zuallererst werden wir selbst durch unsere Taten und unseren Glauben ein solches Licht sein.
Ein Licht für die Verlorenen, die Verletzten und die Leidenden auf ihrem Weg zu Gott. Der Graf von Shivering ist nicht anwesend, wie es scheint. Nein, ist er nicht. Beschämend. Er bereitet wohl seinen Angriff auf Winchester vor. Ich hoffe, er weiß nicht, dass wir seine Pläne vereiteln wollen, Percy. Antworte dem Herrn Bischof, mein Gemahl. Nein, er ahnt überhaupt nichts. Kein bisschen. Meine Männer sind bereit. Unser Sohn auch. Exzellent. Exzellent. Hier bist du. Ist alles in Ordnung? Hatte ich einen Vater? Ja. Jeder hat einen Vater. Was ist mit ihm geschehen? Er starb, bevor du geboren wurdest. Wie kann er mein Vater sein, wenn er starb, bevor ich geboren wurde? Kinder entstehen aus einem Samen. Der Same kommt aus dem Glied des Mannes und wird in die Spalte der Frau gepflanzt. Dann wächst er im Bauch der Frau zum Kind heran. Wenn das Kind fertig ist, kommt es heraus. Pflanzt Tom auch einen Samen in dich ein? Vielleicht. Dann wirst du wieder ein Kind bekommen? Ein Brüderchen für dich. Das wäre doch was Schönes, oder nicht? Das macht keinen Unterschied. Tom hat dich mir sowieso schon weggenommen. Niemand wird mich dir wegnehmen. Wie hieß mein Vater denn? Jack, wie du. Die Leute nannten ihn Jack Sherburg. Wenn er auch Jack hieß, dann können mich die Leute Jack Jackson nennen, oder? Das stimmt. Leider kann man sich nicht immer aussuchen, wie man genannt werden möchte. Was ist das? Jack, sucht die anderen. Versteckt euch und kommt nicht raus, bis ich es euch sage. Juhu. Was? Das Kapitel ist schon vorbei. Das ging schnell. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, ich habe noch jede Menge mehr Videos in meinem Kanal. Schaut rein, abonniert, unterstützt mich finanziell auf Patreon, würde mich freuen. Tschüss und vielen Dank.